Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Heute habe ich ein Survival Game für euch namens Windstone. Und das, was mir direkt aufgefallen ist, ich habe das von der gleichen Seite, von der ich ganz, ganz viele meiner kostenlosen Games habe, die ich auf dem Kanal vorstelle, namens itch.io. Und das hier sieht von den Screenshots her und von allem drum und dran direkt sehr gepolished und auch nach einer sehr coolen Idee aus. Es ist nämlich Survival, Singleplayer, das habe ich ja schon erzählt, mit einer offenen Welt, in der man rumforscht und craftet und explored und überlebt, aber gleichzeitig ist man der Letzte eines uralten Stammes, die Drachen als Partner und Haustiere pflegten, und das soll wohl auch ein Aspekt sein, der hier mit reinspielt und auf den ich mich besonders freuen würde, wenn er wirklich richtig cool wäre, denn so ein kleines Drachenbaby da groß zu ziehen, bis man dann gemeinsam mit ihm die Lüfte bestreiten kann, das ist doch so etwas, das glaube ich in jedem Kindlein irgendwo mal als eine ganz coole Vorstellung drinsteckte und sich hält bis ins hohe Erwachsenenalter. Und wenn ich bald irgendwann mal jemand endlich Tiere so kreuzt, dass ich so einen kleinen Hausdrachen haben kann, dann drehe ich durch. Und ich hoffe, die Story wird hier jetzt auch nochmal erklärt, weil ich habe das natürlich gerade völlig läppisch zusammengefasst. Da steht's: Many years ago, the Formicans invaded Windstone, the land of dragons and home to the Makara. As seasons passed, Windstone fell into ruin. Many perished, and only a few dragon eggs survived. The Windwalkers, those who the dragons allow to ride them, are Windstone's only hope. Das Land wurde also überfallen, und ich bin der letzte Windwalker. You are one of the last Windwalkers. Also auch derjenige, auf dem die Bürde lastet, dieses Land zu befreien und hoffentlich einen kleinen Drachen loszuziehen. Aus einem kleinen Drachenei kommt dann so rausgeguckt und sagt dann: Papa! Geht's los? Es geht los. Ich bin in der Welt, ich bin gespawnt, und das erste, was ich machen soll, ist ein paar Sachen finden. Hier ist mein Inventar, das bin ich! Das ist ja sogar so eine richtige, das ist ja gar kein Mensch, das ist so eine richtig eigene Rasse, die dafür erstellt wurde. Super schöner Ersteindruck. Ich finde, das wirkt sehr individuell, was da bisher gemacht wurde. Also, ich suche jetzt mal ganz, ganz schnell hier nach einem, hier liegt ein Stein. Mich eingepackt. Oh, guck mal, ich kann jetzt richtig an mir runter gucken. 4 Blue Cap Mushrooms soll ich auch einsammeln. 3 Stück habe ich hier schon mal gefunden. Da würde nochmal ein Stein rumliegen. Springen. Oh! Man kann sehr weit springen. Da habe ich mir ein bisschen was zum Schnäppeladen eingepackt. Und das mit den blauen Pilzen, das habe ich jetzt schon mal erledigt. Die habe ich alle. Branch und Hemp Plant allerdings noch nicht. Greifst du mich an? Das ist ja mega! Hier mit diesen eigenen Tieren und wie das Gefieder hier wie bei einem V nach oben. Ey! Richtig schön kreativ. Okay, die Hemp Plant habe ich jetzt, und wenn ich da einen Doppelklick drauf mache, dann mache ich daraus eine Cordage. Wo habe ich sie denn hier? Das ist die Hemp Plant, ne? So, ja, jetzt habe ich 3 Cordage. Da! Jetzt habe ich auch das Stöckchen und kann mir jetzt dann daraus einen Steinhammer basteln. Ja, guckt aber ganz schön. Ich weiß nicht, ob es abwesend oder. Also guckt ein bisschen komisch. Bushcraft. Ah, ich kann da oben auf Bushcraft klicken. Das ist schon das erste Addon, das wahrscheinlich fürs Spiel rauskam. Und kann mir jetzt aus dem Ast, dem Stein und diesem lianenartigen Material einen Hammer craften. Yeah! Da habe ich meinen Hammer in der Hand. Erinnert fast so ein bisschen hier an Avatar, bloß in grün. Der Charakter. Make a stone shard. Ich hämmer einfach mal mit dem Hammer auf einen Stein drauf. Vielleicht kann ich dadurch so einen Stone Shard zusammen craften. Aber es geht mir schon so ein bisschen zu sehr um Steine. Ich warte auf meinen Drachen. Oh, das hier sieht, das sieht mega dangerous aus. Das sieht so gar nicht aus, als soll ich hier. Hey! Ho! Ich habe 3 Steine. Mit M kann ich auch die World Map öffnen. Das ist ziemlich groß. Ist das das aktuell
begehbare Gebiet, ja, mostly developed und Dark is mostly undeveloped. Das würde bedeuten, dass das bisher entwickelt wurde und der Rest eben noch nicht. Ach, guck mal, einfach doppelt draufklicken, dann hat man auch schon ein Stone Shard, womit man zum Beispiel ein Speer, früher haben wir mit Speeren gejagt, erstellen kann. Stone Hatchet. Hab ich gecraftet. Make a stave from a branch. Kann ich denn jetzt mit meinem Stone, mit meiner Axt kann ich doch hier bestimmt auch einfach dagegen hämmern. Also was halt noch nicht drin zu sein scheint, ist, dass Objekte irgendwie verschwinden oder eine Lebensanzeige haben. So wie das aussieht, kann ich hier wirklich einfach nur die ganze Zeit gegenhämmern und krieg halt durchgehend ohne Probleme unendlich Material raus. Was ist das für eine Sonne hier? Sieht aus wie so ein... Sind das zwei Sonnen oder ist das nur ein ganz komischer Lichteffekt? Hey Leute, mir kommt gerade die Eingebung, dass wir, glaube ich, auf einem komplett anderen Planeten sind. Kann ich einfach draufdrücken wieder. Hier habe ich schon wieder einen Stave. Meinen coolen Stave, mache ich direkt 4. Und jetzt ein Stone Knife. Craft es. Es läuft ja. Also die drei wichtigsten Bestandteile sind schon mal vorhanden. Ein Hammer, eine Axt und ein Messerchen. Und jetzt soll ich noch Bambus finden. Das habe ich aber schon gefunden. Und meine erste richtige Waffe erstellen. Dafür brauche ich nur noch mal ein bisschen Cordage. Kann ich machen, kein Problem. Hier, mein Speer. Kann ich jagen gehen mit den Speeren? A Bow Drill. Sollte ich jetzt echt einfach erstmal hier absolut alles craften, das nicht bei 3 auf dem Baum ist? Ich finde, ich habe schon so viel gecraftet, es wird halt immer noch so ein bisschen Zeit für meinen... Findest du nicht für meinen... Kann ich auch direkt craften. Tinder Bundle. Was soll ich denn jetzt mit Tinder? Ich bin der Letzte meines Stammes. So gemein jetzt hier. Tinder Bundle auf, out of Cordage. Das habe ich gemacht. Hier habe ich das Tinder Bundle. Und jetzt soll ich noch eine Fackel basteln. Habe ich auch gemacht und jetzt geht's dann Campfire noch als nächstes für die Nacht. Das Spiel will mir ja, also man craftet hier wirklich am Anfang erstmal alles schnell durch. Hier ist das Campfire. Ja. Guck mal, das hat's ja jetzt, ich meine, es ist helllichter Tag, aber ich zünd hier erstmal die Umgebung gleich an. Geht's mir eigentlich auch gut? Ich habe ein bisschen Hunger. Kann ich mir so einen Pilz reinhauen? Kann ich mir noch einen reinhauen? Ich hau mir noch einen rein. Raised bed for sleeping. Also man errichtet hier wirklich am Anfang erstmal einfach nur so ein bisschen sein Lager, in dem man dann auch pennen soll. Wahrscheinlich, damit man halt nicht direkt am Anfang verreckt, denn man hat hier unten links ja auch wirklich ganz, ganz viele Anzeigen, Leben, Hunger, Trinken, Ausdauer und sogar die Körpertemperatur, die darf auch nicht zu niedrig oder zu hoch fallen oder was auch immer. Und auch eine Experience-Leiste. Das heißt jetzt aktuell auf Level 3, aber je höher man dann steigt, desto besser wird man vielleicht auch. Für dieses wunderschöne Bettchen aus Stöcken, das bestimmt super bequem ist, brauche ich noch ein paar mehr Stöcker. Und ich brauche dafür auch mehr von diesen Lianen, die ich noch einsammeln muss. Die Stöcker werden kein Problem. Da hämmer ich einfach gegen. Ich habe ja auch so ein Augensymbol. Sieht fast so ein bisschen aus. Ach, ein Wassersymbol habe ich auch noch. Wahrscheinlich zum einen müde, zum anderen ein bisschen sippy-sippy machen. Dann trinke ich erstmal was. Ich muss einfach eh gedrückt halten. Dann wird hier richtig kräftig rausgeschlürft. Was ist dieses Augensymbol? Ist das vielleicht, weil ich mir die ganzen Pilze reingezogen habe und ich bin einfach die ganze Zeit nur am Trippen? Diese anderen Pflanzen... Das waren so kleine baumartige. Aber vielleicht kriege ich das hier auch raus, wenn ich da einfach gegenschlage. Ja, ich kann hier gegenschlagen, dann bekomme ich die Hempplant direkt raus. Wobei die hier auch auf dem Boden ist. Und kann mir dann daraus direkt wieder die Cordage erstellen, die ich brauche für mein Bettchen. Ich komme zurück, liebes Lager. Das mir leider nirgendwo mehr angezeigt wird. Das heißt, wenn ich hier zur schlechten Orientierung sind hätte, dann wäre ich direkt in dieser Welt völlig verloren. Und mein ganzer Crafting-Fortschritt, wie mein tolles Lagerfeuer, das ich unbeaufsichtigt in einer wüstenähnlichen Region zurückgelassen habe. Da ist es. Bushcraft. Ich würde gerne hier das craften. Das Cod. Da liegt das jetzt. Da kann ich mich jetzt pennen legen. Sieht doch eigentlich schon mal alles ganz schön und sweet aus. Und vor allem funktioniert's. Es funktioniert. Ich glaube, ich habe hier möglicherweise ein Kleinod entdeckt. Die Aussage droppe ich jetzt einfach schon mal nach der ersten Viertelstunde. Sind das Ostri, die ich jagen soll? Wahrscheinlich. Ich kann meinen Speer aber nicht werfen. Das sieht so aus wie so klassisches Jagdmaterial. Ich werde dich jetzt ermorden. Du brauchst gar nicht von mir wegrennen. Ja, schau mich nicht so an. Ich muss dich von hinten anschleichen. Ja, genau. Okay, dann wird hinterhergerannt.
Ich kann ja mega weit springen. Ich bin ziemlich krass drauf, was das angeht. Und irgendwann dürfte hier keine Ausdauer mehr da sein. Beim Ostri. Ostri, ich komme. Ich komme, um dich zu jagen. Und irgendwann ist Schluss. Zum Beispiel hier im Wasser. Ja, da geht's nicht mehr vor. Das finde ich jetzt aber fast, also da habe ich, ja, ist ein interessanter Move. Kann man machen. Das funktioniert, glaube ich, so eigentlich nicht. Hallo, Ostri. Anhalten. Anhalten. Halt an jetzt. War das eine Ostri oder war das was anderes? Wie nehme ich das jetzt überhaupt aus? Guck mal, hier ist sogar der Schatten. So? Ja. Ich habe zumindest das Ausnehmen verstanden, aber das war kein Ostri. Das war ein richtiger Unterwassermord, den ich hier durchgeführt habe. Ich bin so grausam. Vielleicht sind Ostri diese gefährlich aussehenden Wesen. Die so ein bisschen wie Skorpione da die ganze Zeit umherlaufen. Ich fühle mich eigentlich mit Level 4 schon stark genug dafür, weil pro Level gibt es plus 5 Schaden und plus 5% Verteidigung. So, falls du ein Ostri bist, dann wünsche ich dir... Dann wünsche ich dir... Das ist ja scary. Das ist ja super scary. Ich glaube, es sind eher die, die das alles eingenommen haben. Die hier... Das war eine Fehlentscheidung. Hat das Spiel zwischendrin mal gespeichert? Hab ich zwischendrin... Ich habe zwischendrin nicht gespeichert. You have perished. Sag mir, dass das irgendein Autosave gab. Oder ist das Spiel so hart, dass es mir jetzt sagt, du bist tot. Viel Spaß mit deinem weiteren Life. Ich habe noch nicht mal meinen Drachen bekommen. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Es geht komplett nochmal von vorne los. Ich drehe am Rad. Alles nochmal von vorne. Nur weil ich da so einen Käfer angegriffen habe. Nun gut, Leute. Wir machen folgenden Deal, damit ihr das jetzt nicht nochmal alles von vorne sehen müsst. Das Spiel ist hart. Das Spiel sagt dir, wenn du tot bist, bist du tot. Aber ich kann mir hier sehr gut ein zweites Video dazu vorstellen. Deswegen werde ich auch ein zweites Video dazu produzieren. Direkt im Anschluss zu dieser Aufnahme hier. Und euch das so bald wie möglich innerhalb der nächsten Tage nach diesem Video hier mit hochschippern. Natürlich könnt ihr mir trotzdem gerne mitteilen, ob ihr dieses Spiel so interessant findet wie ich. Dafür, dass man es kostenlos runterladen kann, finde ich, wirkt das wie etwas, wo wirklich Gedanken in eine eigene Welt reingeflossen ist. Und wir haben dabei noch nicht mal das Drachenbaby bekommen. Das ist ja eigentlich noch so der Selling Point, auf den ich wirklich warte und mich sehr, sehr freue. Aber ich muss erstmal nochmal jagen gehen und hoffentlich herausfinden, was ein Ostri ist. Das ist es schon mal nicht. Das sind, glaube ich, eher so die Viecher, die hier ganz viel Böses getan haben. Also, es gibt noch ein zweites Video zu diesem Spiel hier. Teilt mir gerne in den Kommentaren mit, was ihr davon haltet und ob ihr auch mehr sehen möchtet. Ein zweites Video könnt ihr eh nicht verhindern, aber ihr könnt es natürlich bestärken und euch darauf freuen. Hype, Hype und so. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und reingehauen.